Sie ist seit über 150 Jahren fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrs in Wien, die Straßenbahn. Rund 300 Millionen Fahrgäste im Jahr melden die Wiener Verkehrsbetriebe, die auf einer gesamten Streckenlänge von fast 177 Kilometern unterwegs sind. Damit gilt sie als sechstgrößtes Straßenbahnnetz der Welt. Und das, obwohl Wien im Vergleich mit 4 der 5 höher gerankten Streckennetzen deutlich kleiner ist. Begonnen hat alles am 4. Oktober 1865 mit der ersten Pferdetramwayfahrt vom Schottentor in den damaligen Vorort Dornbach. Heute noch wird diese Strecke von der Linie 43 bedient. 1883 folgte die erste dampfbetriebene Straßenbahn, welche auf Teilen der derzeitigen 60er Strecke zwischen Hitzing und Berchtoldsdorf verkehrte. Die Elektrifizierung und Kommunalisierung der Züge wurde 1897 beginnend mit der Linie 5 eingeleitet und setzte sie schnell durch. So konnte bereits 1903 der Betrieb der Pferdestraßenbahn und 1922 auch der emissionsstarken Dampftramway eingestellt werden. Um 1930 erreichte das Liniennetz mit 318 Kilometern Streckenlänge und sogar über 100 Linien seine größte Ausdehnung. In der NS-Zeit erlebte die Straßenbahn gleich zwei große Umstellungen. Bereits 1938 wurde der Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt. Außerdem begann man mitten im Zweiten Weltkrieg die alte Spurbreite von 1440 mm auf die 5 mm kleinere Normalspur anzupassen. Seitdem ist es möglich, von Straßenbahnstrecken auf richtige Eisenbahnstrecken zu wechseln, wie es etwa auch bei der Wiener Lokalbahn nach Baden der Fall ist. Nach Kriegsende wurde schnell die Wiederherstellung des Schienennetzes vorangetrieben, wobei nicht mehr alle Linien in Betrieb gingen. Besonders in den 1960er Jahren sah das Paradigma der Verkehrsplanung langfristig sogar eine komplette Abschaffung der Straßenbahnen vor. Sie standen schlicht dem nun forcierten motorisierten Individualverkehr im Wege, weshalb mehr und mehr Linien rückgebaut und durch Busse ersetzt wurden. Dies betraf vor allem Strecken in schmalen Straßen innerhalb des Gürtels, wie die Linie 13, und solche, die in das Wiener Umland führten, beispielsweise die Strecke nach Mödling oder Großenzersdorf. Das erklärt auch, warum es heute in der Nummerierung der Linien viele Lücken gibt. Tatsächlich waren einmal nahezu alle Zahlen bis 82 vergeben. Um den Autos auf der Straße Platz zu machen, setzte man außerdem auf sogenannte Unterpflasterstraßenbahnen. Im Bereich des südlichen Gürtels wird die unterirdische Strecke immer noch von der Linie 1, 6, 18, 62 und der Partnerbahn genutzt. Die zweite Trasse dieser Art, an der sogenannten Zweierlinie, wird seit 1980 von der U2, in Zukunft von der U5 befahren. Das Aufkommen der U-Bahn bewirkte zudem noch viele weitere Einstellungen von Straßenbahnen, die parallel zu ihr verliefen. Letztens geschah dies bei der U1-Verlängerung nach Oberla, woraufhin eine Teilstrecke der damaligen Linie 62 aufgelassen wurde. Somit stellte die U-Bahn immer mehr die Straßenbahn als ehemals wichtigstes öffentliche Verkehrsmittel in den Schatten. Erst etwa ab den 2000er Jahren werden wieder, wenn auch nur sehr zögerlich, neue Straßenbahnstrecken und Linien errichtet. Auffällig an der Wiener Straßenbahn sind die ungewöhnlichen Betonplatten, welche an den meisten Stellen seitlich der Gleise verlegt sind. Sie können für den Tausch eben dieser herausgehoben und später wieder eingesetzt werden. Das spart Zeit und Ressourcen im Gegensatz zu asphaltierten Straßen. An manchen Abschnitten kommen aber auch optisch und klimatisch vorteilhafte Rasengleise zur Anwendung. Dabei wird zwischen sogenannten Vinolschienen und in den Boden eingelassenen Schienen unterschieden. Zu finden sind sie entlang des 25ers in der Tokiostraße und Brandaugasse, am 26er in der Oberfeldgasse, beim 62er in der Wolkersberger Straße und an der Linie O und dem 18er am Landstraßer Gürtel. Das längste Grüngleis mit 900 Metern
befindet sich an der letzten Verlängerung des D-Wagens in der Sonnenviertel. Das neueste hingegen wird vom O im sogenannten Nordbahnviertel seit 2020 befahren. Als größtes Argument gegen den Umbau weiterer Gleiskörper zu Grüngleisen wird die Einschränkung der Befahrbarkeit etwa für Einsatzfahrzeuge angeführt. Einen Kompromiss stellen Betonlochplatten dar, die jedoch nur sehr selten zur Anwendung kommen. Welche Garnituren auf den Schienen unterwegs waren, änderte sich häufig. Die ältesten heute noch in sehr geringer Anzahl eingesetzten Züge der Type E1 werden seit 1966 betrieben. Optisch unterscheiden sie sich kaum von ihrem Nachfolger E2, welcher seit 1978 unterwegs ist und von denen noch über 100 Züge im Einsatz sind. Sie können mit oder ohne Beiwagen eingesetzt werden, der die Kapazität um 71 Plätze erhöht. Seit 1995 ist eine neue Generation an Zügen im Einsatz. Ihr Name ULF steht für Ultra Low Floor, also Niederflurwagen, welche barrierefrei ohne größeren Niveauunterschied betreten werden können. Dieses Modell vom Unternehmen Siemens besitzt mit 18 cm sogar die niedrigste Einstiegshöhe für Straßenbahnen weltweit. Der Fuhrpark der Wiener Linien besitzt bereits ca. 300 ULFs in zwei verschiedenen Längen, welchen etwa den alten Garnituren mit und ohne Anhänger entsprechen. Die kürzere Variante ersetzte bereits nahezu vollständig ihre Vorgänger. Alle anderen älteren Straßenbahnen werden mit den noch neueren Flexities vom Hersteller Bombardier seit 2018 schrittweise ersetzt. Untergebracht ist der Fuhrpark in 10 noch vorhandenen Remisen. Auch von diesen wurden welche eingestellt, so etwa jene in Erdberg, welche zum Verkehrsmuseum der Wiener Linien umfunktioniert wurde. Von den über 1000 Haltestellen ist Schottentor wohl die außergewöhnlichste, nicht nur weil hier 10 Linien zusammenkommen. Gleich 7 davon haben hier sogar ihre Endstation. Das ist nur möglich, da 1961 eine zweigeschossige Umkehrschleife errichtet wurde, welche umgangssprachlich nach dem damaligen Bürgermeister als Jonas Reindl bezeichnet wird. Die Haltestellen Gewerbepark Stadtlau, Kagran, Donauspital und Hitzing haben eine andere Besonderheit gemeinsam. Hier herrscht nämlich Linksverkehr. Da die Straßenbahnen nur zur rechten Seite Türen besitzen, wechseln sie vor und nach diesen Stationen die Seite, um einen Mittelbahnsteig zu ermöglichen. So wird unter anderem ein Umstieg in die U-Bahn, ohne über die Straße gehen zu müssen, ermöglicht. Die Haltestelle in Stadtlau ist zugleich auch noch Teil der einzigen Hochbahnstrecke in Wien. Ursprünglich erfolgte die Kennzeichnung der verschiedenen Linien durch geometrische Formen, bis 1907 ein völlig neues, durchdachtes System aus Nummern und Buchstaben eingeführt wurde. Sogenannte Tangential- oder Ringlinien, welche in konzentrischen Bögen um die Innenstadt führen, bekamen die Nummern 1 bis 18. Alle höheren Nummern werden als Radiallinien zwischen Stadtzentrum und Peripherie geführt. Sie wurden der Reihe nach gegen den Uhrzeigersinn nummeriert. Die dritte Kategorie der Durchgangslinien durchqueren das Zentrum und führen wieder in Richtung Stadtgrenze. Ihnen wurden Buchstaben vergeben, die man mit der Zeit jedoch vollständig abschaffen wollte. Nur noch die Linie D und O blieben aufgrund zu hohem Widerstand aus der Bevölkerung erhalten. Dafür werden seit 2008 die Linie 1 und 2, welche zuvor nur über den Ring fuhren, als Durchgangslinie genutzt. Es macht sich also bemerkbar, dass sich heutzutage nicht mehr immer an das Benennungssystem gehalten wird. Die neueste Linie 11, welche jedoch ausschließlich bestehende Strecken nutzt, ist mit über 13 Kilometern und 32 Stationen zugleich auch die längste im gesamten Netz. Der Zweier hält aber für seine nur unwesentlich kürzere Strecke mit 52 Minuten den Rekord für die längste Fahrt. Demgegenüber steht der 42er als kürzeste Linie mit nur 14 Minuten auf seiner 3,4 Kilometer langen Strecke. Derzeit besteht das Netz aus 28 Linien, wobei noch viele weitere geplant sind.
Eine Linie 27 soll den bestehenden 26er aufnehmen und ab der Station Prinzgasse durch das Stadtentwicklungsgebiet Beeresgasse und am Heidjöchel bis Aspern Nord führen. An derselben Stelle ist auch die Endstation für den vom Süden über Aspern und die Seestadt kommenden 25er geplant. Dieselbe Linie wird an einer anderen Stelle einen neuen Streckenabschnitt durch das Donaufeld bekommen. Das Nordwestbahn- und Nordbahnviertel soll mit der geplanten Linie 12 erschlossen werden und insgesamt von der U6 Josefstädter Straße bis zur U1 Vorgartenstraße führen. Außerdem in Überlegung ist die Ersetzung der stark frequentierten Buslinie 15a durch eine Straßenbahnlinie derselben Nummer zwischen Bahnhof Meidling und der U1-Station Altes Landgut. Im Gespräch sind auch immer öfter wieder Strecken über die Stadtgrenze hinaus, etwa nach Schwechat, Groß-Enzersdorf oder nach Berchtoldsdorf und Kaltenleut geben. Übrigens alle Strecken, die schon einmal befahren wurden. Vielleicht kann so irgendwann wieder das ursprüngliche Ausmaß des Netzes erreicht werden. Doch auch jetzt schon ist die Wiener Straßenbahn ein hervorragendes Verkehrsmittel, welches so eng mit der Stadt verbunden ist wie kein anderes.